und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, und die Blickrichtung verrät, was wir aktuell vorhaben. Wir befinden uns im Gebiet Neubau bzw. Alsergrund und werden heute die S-Bahn verlängern, nämlich um ein paar Stationen. Und zwar habe ich mir das Ganze so vorgestellt, dass wir da in dem Bereich noch eine Station machen, dann gleich da drüben am Handelsquai, dann vielleicht noch eine S-Bahn-Haltestelle an der Donaustadtstraße und dann gleichzeitig hier die vorläufige Endhaltestelle Bahnhof Floridsdorf. Und das Ganze werden wir jetzt gleich loslegen. Ich möchte dazu aber mit der S-Bahn-Haltestelle beginnen. Und zwar werden wir da kurz einmal Pause machen. Dann werden wir hier die Häuser entfernen bzw. mal das Dezoning vorantreiben. Und dann werden wir das Ganze hier mal löschen. Die Straße nehmen wir auch noch weg. Dann haben wir hier noch ein Problem, sehe ich aktuell, aber das ist nicht so schlimm. Und wir werden jetzt gleich einmal hier, eine Hochbahnstation bauen. Und zwar würde ich da ganz gerne das Teil hier nehmen. Oder das Teil, welches gefällt mir besser? Ich wäre fast dafür, dass wir das hier nehmen. Ja. Das Teil hier wird es werden. Das werden wir dann so da hinsetzen. Können wir das da irgendwie vielleicht mit Anarchy ein bisschen... vielleicht können wir das sowas machen. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir das mal gebaut und schauen wir sich das an. Wie sieht das genau aus? Das sieht richtig faszinierend aus. Wir haben da unten jetzt eine Straße und die werden wir... Oh, da ist was Neues dazugekommen. Oh, in diesem Menü ist jetzt der Transport Lines Manager und Right Designs dazugekommen. Wahnsinn, gefällt mir. Hat sich Clyde quasi mit denen jetzt irgendwie zusammengeschlossen. Das ist aber gut. Jetzt haben wir halt den Transport Lines Manager hier. Outside Connections using Bus. Aha. Okay, muss ich mir dann einmal offscreen in Ruhe anschauen, was sich da alles im Transport Lines Manager getan hat. Aber wir sind ja jetzt aktuell hier. Und ich würde ganz... Nein, ich will nicht das Gebäude abreißen. Ich würde ganz gerne... nur die Nodes hier haben. Ja. Oh, das sieht aber gut aus. Ganz ehrlich, das gefällt mir richtig gut. Hier mit der Endhaltestelle. Ja, das passt perfekt, das sage ich dir ganz ehrlich. Das ist wirklich nice. Und jetzt machen wir hier noch so eine normale Standardstraße, da können wir gern die hier nehmen. Bleiben wir bei der Standardstraße mit Parkplätzen. Ja. Schließen wir hier an. Ja, das sieht richtig gut aus. Und hier machen wir jetzt gleich mit diesen Straßen hier weiter. Dann lassen wir das Ganze hier so. Gehen da rüber. Gehen darüber, dann ist das wieder verbunden. Und jetzt machen wir das hier. Ziehen das noch ein Stückchen nach vor. Gleichzeitig würde ich jetzt gerne das so machen, allerdings wenn wir da ein bisschen nachhelfen. Und zwar hätte ich das gerne so. Jetzt gehen wir da ein bisschen unten drunter und setzen das Teil hier hin.
Das Teil setzen wir hier hin. Das sieht richtig gut aus. Der Baum wird wahrscheinlich keine Sonne sehen in seinem ganzen Leben. Das heißt, eigentlich sollte man da keine Bäume hinstellen, aber ja, lassen wir es halt trotzdem, ist egal. Und dann nehmen wir uns das hier nochmal. Kopieren das. Und setzen da so etwas noch hin. Jetzt können wir die Zeit wieder anhalten lassen. Kurzpause und Kurzpause beenden. Dann machen wir das so. Das sieht gut aus. Da tun wir noch ein bisschen nach, so nachjustieren. Perfekt. Ganz ehrlich, perfekt. Und jetzt können wir noch den Node Controller mit einbauen. Und können wir da vielleicht ein bisschen... Ja. Schauen. Dann machen wir das ein bisschen kleiner. Dann haben wir hier gleich direkt den Schutzweg. Das passt. Jetzt können wir noch mit Hilfe des Traffic Managers sagen, hier wollen wir keinen Schutzweg haben. Hier wollen wir keinen Schutzweg haben. Wobei, Moment einmal. Ah, das lassen wir so. Das passt. Und dann haben wir schon die erste Haltestelle soweit fertig. Und dieses Stationsteil hier, wir sind hier aktuell im Bezirk Alsergrund, aber Altmannsdorfer Anger, das ist wie die Altham, was habe ich da jetzt geschrieben, so noch einmal, also, was anderes, nehmen das, kopieren das raus, und fügen es hier ein und dann ist es richtig geschrieben. Und dann haben wir die erste Haltestelle, nämlich den Altmannsdorfer Anger. Jetzt können wir hier gleichzeitig aber, das gefällt mir ja eigentlich hier recht gut, jetzt könnten wir hier eigentlich das Ganze ersetzen durch sowas hier. Was machen? Geht da was? Na bitte. Dann kriegen die da nämlich einen Parkplatz hin. Ja, jetzt holen wir uns dann die Parkplätze. Da können wir gerne das hier nehmen. Machen wir die Parkplätze. Wie läuft hier eigentlich die Straße? Dass ich da jetzt nichts Falsches sage. Also die müssen eh da oben sein, die Markierungen. Das heißt, wir machen das so, indem wir hier. Da gehen wir da rauf. Dann starten wir hier. Und hier. Das passt perfekt, das lassen wir so. Jetzt holen wir uns da noch sowas. Machen das so. Das machen wir so. Fügen das hier so dran. Ja. Und jetzt können wir eigentlich wieder ein paar Häuschen zurückgeben. Und zwar würde ich da ganz gerne schauen, was sich da jetzt für Häuser entwickeln. Beziehungsweise, Moment, wir müssen ja mit der S-Bahn weitergehen. Jetzt habe ich das eigentlich fast umsonst gebaut. Das tut mir leid, das muss man jetzt nochmal abreißen. Weil die Gleise müssen ja weitergehen. Aber prinzipiell bin ich mit dem jetzt zufrieden. Und wir werden jetzt gleich... Das will ich nicht haben. Ich will ehrlich gesagt das hier haben. Wir werden jetzt einmal schauen, was passiert, wenn wir sagen Brücke. Und wenn wir jetzt hier, nein, das wollen wir nicht so, wir wollen das so. Wenn wir jetzt sagen, ungefähr hier. Und
und wenn wir da jetzt so anschließen. Wie sieht das aus? Mal abgesehen davon, dass uns die Pfeiler fehlen, sieht es richtig interessant aus. Da haben wir Pfeiler. Da haben wir einen Pfeiler, ja. Ist gar nicht so schlecht. Ich will aber jetzt nicht die Brücke haben, sondern wir werden wieder zurückgreifen auf... Ja, da haben wir diese Brücke auch wieder. Warum haben wir denn das Teil hier? Ich dachte, wir haben andere Brücken im Programm. Haben wir dann noch was anderes? Schauen wir sich gleich jetzt noch einmal an, wie sieht es jetzt hier aus und vor allem, warum haben wir hier keine Brückenpfeiler? Okay. 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 Warum sage ich die ganze Zeit okay? Ganz einfach, weil wir ja hier noch den Node-Controller brauchen. Okay, passt. Da können wir eh nichts machen. Das ist jetzt angeschlossen, aber theoretisch ja. Na, das sieht ja richtig cool aus. Da müssen wir jetzt sowieso. Da müssen wir jetzt sich sowieso was einfallen lassen. Und zwar brauche ich da jetzt ein anderes Gleis. Eine andere Gleistype. Ich brauche da fix ein anderes Gleis. Also können wir das nicht lassen. Ah, aber wir könnten rein theoretisch das einmal probieren. Ich sag's ganz ehrlich, ich probiere jetzt das hier und hoffe, dass es besser aussieht. Schauen wir mal, was passiert. Es sieht ungefähr genauso aus wie vorher, nämlich absolut nicht brauchbar. Ja, das schließt nicht richtig an. Gut, das heißt, ich brauche jetzt gleichzeitig auch Station. Brauche eine Brücke. Okay, das funktioniert, das ist in Ordnung. Das heißt, wir nehmen jetzt einmal das und sagen das. Oh, das sieht cool aus, das Teil. Das will ich haben. Das nehmen wir jetzt. Das heißt, rein theoretisch können wir das wegreißen. Das passt. Ja, das gefällt mir um einiges besser. Das darf durchaus so ausschauen. Und was wir jetzt noch machen ist, dass wir da rüber gehen. Wir gehen da jetzt da so rüber. Schließen das so an. Dann sieht das gut aus und dann lassen wir das auch so. Und gleichzeitig können wir jetzt hier dieses Gebäude hier. Das war ein Fehler, ich will es ja kopiert haben. Und wir setzen das Teil dahin, dann sieht das gut aus. Gleichzeitig können wir das Teil so hinsetzen.
sieht hier auch gut aus. Da müssen wir noch auf jeden Fall... Nein, nein, da ist eins. Noch einen hin. Da brauchen wir auch noch einen, und zwar... So. Nämlich so. Warum bist denn du jetzt ein bisschen höher? Punkte runterdrücken und dann passt das. Jetzt noch die Häuser wieder platzieren, beziehungsweise die Zonen wieder zuweisen. Ja, darf gern so aussehen, gefällt mir. Und kann man auch so lassen. Hier werden wir trotzdem noch ein bisschen mit dem Node Controller arbeiten müssen. Ja. Ja, das sieht gut aus, das lassen wir. Passt. Gut, Haltestellenname funktioniert auch. Altmannsdorfer Anger, nächster Schritt, beziehungsweise nächster Halt da drüben. Und da würde ich jetzt gern Folgendes tun. Und zwar, wir nehmen das hier und machen da eine direkte, gerade Verbindung rüber. Genau so nämlich. So. Das hat folgenden Grund. Ich brauche jetzt wieder eine Haltestelle. Die muss da hin. Die muss da reinpassen. Und das soll aber gut aussehen. Da schauen wir sich jetzt an, welche wir dann nehmen. Wer sehr versucht. Ich habe da eine im Fokus. Und zwar. Wo ist denn jetzt? Nein, die ist es nicht, die ist es auch nicht. Die hier. Aber schon. Das ist die Idee, genau, das ist die, die im Stil vom Berliner Hauptbahnhof gebaut ist. Ja, die wollen wir mal fix nicht. Nochmal die gleiche. Ist jetzt die Frage. Ich meine, wir könnten die hier auch, die Industrial Elevated, aber die passt eher mehr in so ein Industriegebiet rein. Und na, dieses Teil will ich dann auch nicht haben. Ich habe irgendwie zu wenig Elevated Train Stations. Ich sag's ganz ehrlich. Fehlen ein paar. Also, zur Auswahl halt. Ne? Ich hätte gerne ein paar mehr, das will ich damit eigentlich sagen. Aber wir werden sich trotzdem für das Teil hier entscheiden. Und haben schon das erste Problem, dass das nur so angeschlossen werden kann oder so angeschlossen werden kann. Das heißt, wir müssen rein theoretisch die ganze Straße hier ändern. Das ist aber nicht so schlimm. Denn wir bauen das zusammen, nehmen uns dieses Tool hier, fügen uns jetzt hier einen Node ein und hier einen Node ein. Gleichzeitig entfernen wir den hier und den hier. Trennen die beiden Teile. Jetzt aktivieren wir einfach alles und versuchen das vorsichtig zu drehen. Genau. Mein Freund, warum hast du jetzt keinen Straßenanschluss? Das weiß er wahrscheinlich selber nicht. Egal, wir lassen das Teil.
Nehmen jetzt nur die beiden hier. Dann machen wir das so. Dann nehmen wir das. Fügen es an. Keine Straßenanbindung. Also das muss er mir jetzt ehrlich gesagt erklären. Was passt ihm hier nicht? So. Dann nehmen wir das Teil hier noch einmal. Und versuchen hier eine Gerade zu ziehen. Können wir hier? Ja, genau so. Und so. Was ist denn jetzt dein Problem? Sind wir auf 12 Meter oben? Wieso sind wir da auf 12 Meter oben? Ganz komisch. So, also nochmal von hier nach da. Perfekt. Campus Vienna Biocenter. Diesen Straßennamen, die behalten wir uns gleich. Perfekt. Da haben wir eine Note. Noch besser. Ich hätte das aber gern so. Genau. Jetzt hätte ich das gern hier. Genau. Das würde ich ganz gerne so richtig schön auseinanderziehen. Perfekt. Da würde ich auf jeden Fall auch gern sowas. Was ist denn das jetzt? Zack. Zack. Jetzt geht's. Da war ein Note zu viel. Ja. Auseinanderziehen, auseinanderziehen. Und das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Das läuft hier weiter. Das kopieren wir sich raus. Und fügen es da ein. Stadtstraße. Perfekt. Gut. Jetzt heißt das wieder so und nicht mehr Campus irgendwie, ne? Weingartenallee. Winkelbreiten. Wollen wir das als Winkelbreiten bezeichnen? Naja, es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ich will da jetzt nicht stundenlang wieder auf Namenssuche gehen. Ja, das passt. Dann werden wir hier noch ein bisschen was tun. Und zwar würde ich ganz gerne sagen, von hier nach da und Enter. Genau.
dann sieht das gut aus. Die Haltestelle passt. Zack, 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 zack. Ja, wunderbar. Das Einzige, das mir nicht gefällt, ist Punkt 1. Wir müssen hier noch mit dem Node Controller noch nachjustieren. Ich hätte hier gerne wieder 0. Okay, das ist ein Fixpunkt. Dann machen wir es so. Das sieht okay aus. Das kann man so lassen. Holen wir uns hier noch das Teil. Probieren. Einfügen. Und dann wollen wir da natürlich noch. Also noch einmal. Noch einmal anwählen. Nach unten. Genau, so darf das gerne ausschauen. Passt, nächste Haltestelle und die Haltestelle heißt Handelsquay. Und dann sind wir da mal soweit safe. Und jetzt können wir eigentlich noch eine Haltestelle machen. Und zwar würde ich die jetzt gerne, wenn sich das jetzt hier so dreht, dann lassen wir das ein bisschen parallel fahren. Und die kommt dann hier hin, die Haltestelle. Das sieht richtig gut aus und passt auch. Und dann soll die Haltestelle hier, da würde ich ganz gerne wieder natürlich wieder was Höheres nehmen. Genau. Da hätte ich gern das Teil hier. Wunderbar. Das Teil nehmen wir jetzt und ziehen es. Ui. Ui. Ui, 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 ui. Ah, ich weiß schon, was das Problem ist. Da muss ich jetzt aufpassen, weil dieses Teil hier zerstört nämlich Nodes. Ich brauche nur Nodes. Hallo. So. Da muss ich jetzt wirklich verdammt aufpassen. Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt wieder diesen berühmten Bug haben. Gebäude. Ich weiß nicht, wie weit ich das wegziehen darf, bevor es anfängt zu spinnen. Ah, da war's. So. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Wir müssen dann darüber. Das ist aber gar nicht so schlimm. Wir können. Genau, das lassen wir so. Jetzt ein paar. Ja, das passt, das gefällt mir, das kann man so lassen. Da habe ich kein Problem damit. Ja. Und auf jeden Fall noch machen ist, auch da werden wir entsperren. Gleichzeitig werden wir uns dann hier, nein, da müssen wir sich sowas nehmen. Wo ist es? Da ist es. Jetzt kriege ich wieder dieses Gleis nicht. Egal. Egal, egal, egal.
Wir werden jetzt Folgendes tun, und zwar, ich suche mich da jetzt manuell durch die Gleise. Ich brauche nämlich Station. Da haben wir Station, Elevated. Das brauchen wir. Ja. Zack, wie siehst du aus? Ja, richtig cool. Perfekt. Gefällt mir richtig gut. Autosave haben wir auch. Genau. Und jetzt können wir mit dem hier weitermachen. Wir machen da jetzt natürlich wieder ein bisschen übertriebenermaßen eine gerade Linie. Genau. So, dann machen wir eine gerade Linie. So. Genau, das können wir jetzt einmal entfernen. Und dann bin ich schon gespannt, wie die Züge hier fahren, wie es dann zukünftig aussieht. Nein, natürlich nicht, aber ich konnte es mir jetzt einfach nicht verkneifen. So. Und zwar, um das Ganze in eine schöne Kurve zu bekommen, machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen da mal auf Kurvenmodus, dann sagen wir, bis hier runter sind es einmal, ist der Node, da ist der Node 46 US, Knick, 46 US, zack. Das Ganze natürlich wunderschön mit einer Aufschüttung. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Ja, das sieht gut aus. Aber hier ist keine Verbindung drinnen. Ist keine Verbindung drin. So, jetzt haben wir die Movit Mod, mit der können wir nämlich brauchen noch einen Platz für dieses Unified UI, das wird immer größer. Und jetzt haben wir eine schöne Kurve. Perfekt. Haben wir da irgendwie, noch kurz mal schauen, haben wir da irgendwie, nein, das sieht richtig nice aus. Hätte ich mir jetzt gar nicht gedacht. Auch hier wieder den Node Controller. Wir ziehen das Stück bis hier nach vorne. Dann sieht das besser aus mit den großen Zügen. Das passt, das passt. Wir gehen weiter Richtung Floridsdorf. Und zwar würde ich da ganz gerne eben auch wieder mit so etwas hier anschließen. Dann gehen wir da mal rüber. Und ich würde jetzt gerne wissen, wie es aussieht, wenn ich sage, okay, ich gehe da rüber und will jetzt da anschließen. Sieht das richtig komisch aus, das heißt, wir machen das so. Nehmen die Teile. Ziehen da jetzt einfach einmal. Nicht, dass ich es nicht will, aber dich brauche ich. Mit Brücke von hier nach da. Dich brauche ich mit Brücke darüber. Vielen Dank.
jetzt brauche ich dich. Mit Aufschüttung. Eigentlich ist sie ein schöner Bahndamm, wenn da nicht eben diese Felsen drinnen wären. Also das ist... Das sieht richtig nice aus. Also ganz ehrlich, das sieht wirklich gut aus. Ich hätte halt eben gerne einen schönen Bahndamm. Kann man da nicht ein bisschen mit den Texturen hier arbeiten? Oh, tatsächlich könnte man sogar. Kann man noch irgendwas machen? Ein bisschen Bindelgröße verändern. Aha, das wird das Ganze rot. Das kriegt eine Entzündung. Das kriegt schon wieder eine Entzündung. Das schaut auch komisch aus. Naja. Kann ich damit leben? Das sieht aus wie ein Erdhaufen. Ich meine, es ist eh nicht mehr eine Aufschüttung, aber ein bisschen Gras gehört schon dazu. Das ist ein bisschen. Ja, ich lasse mir da was einfallen. Jetzt nehmen wir es einmal als gegeben hin und lassen das so. Denn ich will erstens einmal die Folge nicht zu lang werden lassen. Das sag ich immer, ich weiß. Aber trotzdem, ich würde da ganz gerne ein bisschen weitermachen. Jetzt ziehen wir da einfach einmal rüber. Was haben wir da? Können wir da nicht noch eine Haltestelle hin? Wir könnten da sogar noch eine Haltestelle hinsetzen. Ha? Da so auch wieder so drüber über die Brücke. Oder? Also ganz ehrlich? Dann hätten wir da eine Haltestelle. Dann hätten wir da wieder eine Haltestelle. Jetzt hätten wir hier eine hier. Ja, es ist schon hier noch eine Haltestelle hinpassen, sonst wäre es dann schon ziemlich weit auseinander. Haben wir da irgendwas Schönes? Was könnte man da hinsetzen? Ja, da würde eben wieder nur sowas gehen. Zeig dich mal. Mal sowas Altes hier. Ich weiß nicht. Warum habe ich so wenig Elevated Train Stations? Ich weiß, ich habe es vorhin schon gesagt, aber ja, ehrlich, warum habe ich so wenig? Ist egal, ich setze es jetzt trotzdem dahin. Und so, da. Brauche eine Straße. Dankeschön. Nicht auf 12 Meter bitte, sondern auf 0. So, von hier nach da. Jetzt docken wir die Haltestelle hier an. Perfekt. Genau. Wir nehmen jetzt nur das Gebäude. Hopp. Zack. Aha. Also gar keine Schienen mehr drin. Gibt es denn sowas? Würfelgasse heißt diese Haltestelle. Oder ich meine diese Straßenkombination hier heißt aber. Was wäre, wenn wir das Ganze so nehmen? Zack. Wir sagen jetzt einmal alles bitte. So. Nehmen. Na, keine Bäume. Bäume brauchen wir nicht. Keine Bäume. Gut. Nehmen das Ganze. Und das lässt sich nicht verschieben. Es lässt sich schon verschieben, aber es packt mächtigst herum. Naja, tut mir leid, das geht nicht.
Also diese Haltestelle funktioniert wirklich nur einmal gesetzt. Und dann nicht mehr. Wir könnten aber... Ganz ehrlich, wir machen da trotzdem keine Haltestelle hin. Nein, das war jetzt von mir ein bisschen zu früh quasi geschossen. Wir werden da jetzt weitermachen. Genau. Dann sagen wir hier wieder Brücke, Brücke. Brücke. Das gefällt mir trotzdem mit einer Brücke besser. Durchgehend mit einer Brücke. Ich schau mal nur, ja? Also bitte nicht verurteilen. Ich schau mal nur, wie sieht das aus? Das passt, das bleibt so. So, das Wichtigste. Zack. Oder auch nicht zack. Wir gehen da ein Stückchen nach hinten. Wir gehen da ein Stückchen. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Also 0, danke. Dann wollen wir nur den Punkt hier haben, den ziehen wir auseinander, wir ziehen den Punkt hier auseinander, den ziehen wir noch ein Stückchen, das machen wir so, genau so, schöne. Ja, ganz ehrlich, das lassen wir so. Bahnhof Floridsdorf, Floridsdorf. Eigentlich heißt dann das hier nur Floridsdorf. So. Das Teil hier heißt Donaustadtstraße. Hier muss ich fügen es hier ein. Und wir haben die nächste Haltestelle und dann sehe ich, dass da wieder ein Fehler drin ist. Fügen das hier ein. Und dann passt das. Bin damit zufrieden. Was wir hier noch machen können ist, genau. Standard zurücksetzen, vielen Dank. Das passt. Das stört mich nicht. Wir holen uns jetzt Concrete. Und klatschen das Ganze hier zu. Gefällt mir. Kann man lassen. Ja, das Einzige, das wir jetzt noch machen, ist da diesen Donaustädter Spitz hier entfernen. Wobei, man könnte man eigentlich lassen. Und na, oder? Nein, nehmen wir es weg. Hallo? Ja, danke, ich habe schon geglaubt, das Spiel ist abgestürzt. Und weg ist er.
drücke jetzt trotzdem selbst einmal die F1-Taste und speichere, weil es kommt mir so vor, als würde sich das Spiel demnächst verabschieden. Und bei 45 Minuten Aufnahmezeit wäre das jetzt dann ein bisschen kritisch. Und ja, es funktioniert. Also ich sage mal, es funktioniert. Jetzt kommt noch die Verlängerung der Linie S1. Ah, das ist jetzt da unten, genau. Also wir brauchen S-Bahnen. Wo sind die S-Bahnen? Da sind die S-Bahnen. Die Linie S1 bitte, danke. Ja, die bisherige Endhaltestelle in der Klausen ist jetzt die bisherige oder die neue Endhaltestelle ist Industriegebiet Nord. Dankeschön. Gewerbepark Döbling ist die neue Endhaltestelle. Danke. Gewerbepark Döbling ist die neue Endhaltestelle. Wir verlängern um folgende Linien bzw. folgende Stationen. Da sind wir da runter. Ah, genau. Wir nehmen uns dieses wunderbare Teil hier und ziehen das über die Brücke, dann nach drüben, übers Wasser. Ich hoffe, ich finde jetzt gleich auf Anhieb Floridsdorf. Das sieht nicht schlecht aus. Ah, hier sind Gleise. Und theoretisch müsste ich jetzt, da ich die Maus nicht losgelassen habe, hier sofort Fahrt nicht auffindbar bekommen. Na wunderbar. Genau das, was man sich wünscht. Komme ich hier hin? Ja. Hier komme ich hin. Das ist einmal nicht schlecht. Wo ist jetzt das Problem? Ich sehe es schon, wo das Problem ist. Das Problem ist hier. Und zwar... ich brauche das hier. Schließe hier an. Mach das so. Node Controller. Verlängere den Bahnsteig. Perfekt. Tatsächlich perfekt. Spiel fortsetzen. Verlängerung. Linie S1. Ich würde gerne dich. Darüber ziehen kriege ich immer noch einen Pfad nicht auffindbar. Wo habe ich jetzt wieder den Fehler drin? Also hier kann ich einmal keinen Fehler haben, weil da geht's. Habe ich hier irgendwo einen Anschlussfehler? Jetzt habe ich da wieder einen Fehler drin. Ja, sag mal. Also, noch einmal. Wir wollen Zug. Wir wollen Schienen. Ich will ich. Jetzt sind's angeschlossen und jetzt müsste es klappen. Ja. Hätte gern dich. Da drüben, na endlich. Und gleich bitte, ja, auf diesem Gleis hier. Wunderbar. Gleich so mit umkehren und so. Perfekt. Und jetzt kommen noch die Haltestellen. Die möchte ich aber eben so einfügen, dass wir sagen, wenn der Zug von da unten kommt, hat er hier eine Haltestelle. Hat er jetzt hier noch seine beiden Haltestellen? Ja. Schon noch, oder? Genau. Hier noch seine Haltestelle. Dann geht's da weiter nach drüben. Hat er jetzt seine Haltestelle? Jetzt hat er's. Dann geht's da rüber. Kriegt hier seine Haltestelle. Geht weiter zur Donaustadtstraße. Bekommt hier seine Haltestelle und Endhaltestelle Floridsdorf, wieder retour, Richtung Donaustadtstraße,
runter zum Handelskey. Hier ist eine Haltestelle. Danke. Und wieder zurück am Altmannsdorfer Anger. Und dann haben wir hier die Haltestelle. Und jetzt müsste man rein theoretisch, wenn wir das zurückverfolgen, dann sollten wir ja jetzt hier, da muss ich da wieder reindrücken. Zack, zack, schließen, schließen. Dann machen wir so, zack. Genau, jetzt müsste es ein bisschen besser ausschauen. Richtig, das können wir noch schließen. Also, Gewerbepark Döbling, Industriegebiet Nord am Nordwestbahnhof, zack, 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 Altmannsdorfer Anger, nach der Klausen, Altmannsdorfer Anger, Handelskey, Donnerstadtstraße, Floridsdorf und Donnerstadtstraße, Handelskey, Schlachthofgründe, 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 ja, sind die noch da? Hauptbahnhof, Hauptbahnhof? Ja, passt. Also, die Linie ist einwandfrei, funktionsfähig, Floridsdorf wird die nächste Endhaltestelle, das heißt von hier nach da, das passt. Wir gehen es noch einmal durch, schauen, ob alles passt. 12 Züge um 15 Uhr, das ist zu viel. Um Mitternacht 15, nein, das ist zu viel. Das passt gar nicht. Um Mitternacht möchte ich gerne 2 Züge haben. Um Mitternacht möchte ich noch 3 Züge haben. Ab 2 in der Früh reichen mir 2 Züge. Um 4 Uhr morgens sind es dann 5 Züge. Dann sind es 8, 8, 8. 19 Uhr sind es noch 6 und um 22 Uhr sind es nur mehr 5 und dann genau, das funktioniert, der Ticketpreis ist gleich, fahren tun hier nur die, genau, nicht in Doppeltraktion und Hauptbahnhof ist der Beginn- und Startpunkt und jetzt müsste eigentlich rein theoretisch, haben wir dann einen Zug, der dann schon Richtung der fährt, hoppla, Entschuldigung, Gewerbepark Döbling, da hat sich ja nichts verändert. Jetzt müsste aber eigentlich dann schon der erste Zug, warum fährt da jetzt eigentlich keiner in die andere Richtung? Wenn wir zu wenig Züge wahrscheinlich draußen haben. Eieieiei. Es ist gar kein Zug mehr da. Ah, da ist einer. Du fährst auch nach Döbling. Das ist jetzt gerade irgendwie unpraktisch. Da ist ein Zug. Hast du am Zielschild stehen? Ha! S1 nach Floridsdorf. Genial. Perfekt, also das funktioniert auch und ich bin soweit zufrieden und nach 53 Minuten habe ich mir jetzt eine Pause verdient. Ja, wie gesagt, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir haben die S-Bahn verlängert mit einer neuen Linienführung von Schlachthofgründen kommend Richtung Inderklausen, Richtung Altmannsdorfer Anger, über den Fluss drüber. Nächste Haltestelle Handelskey, weiter zur Donnerstadtstraße im Bezirk Donnerstadt und von dort aus zur bisherigen oder bis zur derweiligen Endstation Floridsdorf. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Bleib gesund. Servus.